Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute sprechen wir über das Rode Wireless GO 2 Funkmikrofon-Set. Welche Vorteile es hat und welche Nachteile, das siehst du in diesem Video. Also viel Spaß. Wie du siehst und hörst, bin ich draußen und ich habe das ganz bewusst so gewählt und bin nicht reingegangen in die Studiosituation, damit du auch das Klangverhalten, die Klangcharakteristik draußen von dem Mikrofon ein bisschen mehr aufnehmen kannst. Drin ist es immer still und da kann ich das recht gut steuern, was den Sound angeht, hier draußen weniger. Das heißt, du hast hier fahrende Autos mit drauf, spielende Kinder, zwitschernde Vögel, Umgebungsgeräusche, die nun mal draußen sind. Und das ist mir sehr wichtig, weil in der Regel setzt du auch Mikrofone draußen ein und nicht nur drin. Wir schauen uns gleich mal die Entfernung an, das heißt, wie weit kann ich mich entfernen, dass der Funkkontakt noch bleibt. Rode gibt an, bis zu 200 Meter hält die Funkverbindung bei 2,4 GHz. Das werden wir gleich austesten. Und Rode schreibt, dass das Ganze stabil bis 200 Meter bleibt, wenn du Sichtkontakt hast. Auch das werden wir noch testen. Ich werde mich da mal hier in die Hecke reinbegeben oder hinter einen Baum stellen. Ich bin gespannt. Kommen wir gleich mal zum Hands-on von diesem Mikrofonset. Ich habe es bei Instagram ausgepackt und als IGTV hochgeladen. Da könnt ihr das gerne nochmal nachsehen. Mitgeliefert wird standardmäßig ein Empfänger und zwei Sender. Beim Vorgänger gab es nur einen Sender, jetzt gibt es zwei. Das hat einen riesen Vorteil gegenüber dem Vorgänger, weil du jetzt zwei Personen gleichzeitig interviewen könntest, meinetwegen. Du kannst aber beide Mikrofone als Stereo zusammenschalten, das heißt, du hast nochmal einen anderen Sound, andere Soundmöglichkeiten, und du kannst aber beide getrennt voneinander auf Mono schalten. Du hast jetzt in der Anzeige auch beide Sender drin verbaut, das heißt, du kannst beim Empfänger auch sehen, ob da eine eingeschaltet ist, welche Parameter er hat, was die zum Beispiel die Akkustandsanzeige angeht oder den Empfang. Das geht alles auch über den Empfänger, finde ich sehr praktisch, vor allen Dingen auch wichtig, weil du on location wissen musst, wie viel Akku ist da noch drauf oder wie gut ist der Empfang. Also das finde ich sehr gut, das hat Rode wirklich richtig gemacht. Dann kannst du beide Sender natürlich only als Mikrofon benutzen. Es gibt einige YouTuber, die machen das auch, die klemmen das Mikrofon hier oben ran. Ich finde das weniger schick. Ich habe mir jetzt hier für meine Situation mein Lavalier-Mikrofon rangemacht. Das nehme ich übrigens immer bei meinen Videos seit, glaube ich, anderthalb, zwei Jahren. Bin davon sehr überzeugt und das möchte ich gerne an diesem System auch nutzen. Dementsprechend habe ich es hier angeschlossen und habe den Sender in der Hosentasche stecken. Und das finde ich sehr praktisch und auch das ist der Grund, weshalb ich Funkmikrofone nutzen würde, damit ich das quasi alles gut verstecken kann, verstauen kann und auch die Entfernung zur Kamera variieren kann. Denn das konnte ich bislang nicht, das wisst ihr. Ich habe dafür ein Verlängerungskabel und da kann ich mich ungefähr auf diese Länge, ja, so ungefähr jetzt hier noch entfernen und dann hört es auch auf, weil dann spannt das Kabel schon, dann kannst du es vielleicht sehen und das ist natürlich nicht so cool. Ja? Das heißt, du bist sehr flexibel und bist ungebunden von der Kamera. Das ist übrigens sehr cool, wenn du einen Filmer oder eine Filmerin hast, die dich dann filmt, während du draußen sprichst und unterwegs bist und du sozusagen frei bist in deinem Agieren und kannst dich dementsprechend auch bewegen. Du kannst die Sender und den Empfänger über USB-C laden, das finde ich auch sehr praktisch, denn wenn du unterwegs bist und hast eine Powerbank oder hast dein Smartphone mit USB-C-Anschluss, dann kannst du all das jetzt genauso laden. Übrigens wird im Lieferumfang für jeden dieser Einheiten ein extra Ladekabel mitgeliefert. Kein Gerät zum Laden, aber du kannst alle drei zur gleichen Zeit aufladen, finde ich ultra praktisch, weil nicht jeder Hersteller daran denken würde, dass du vielleicht alle drei Geräte quasi aufladen musst, weil alle drei leer sind oder du sie nachher brauchst. Und dementsprechend geht wirklich ein dickes Lob an Rode, dass daran gedacht wurde, finde ich wirklich richtig gut. Ansonsten zur Verarbeitung auch noch ein bisschen was. Die Sender und Empfänger sind aus Plastik gefertigt, also nicht aus Metall, wirken aber sehr robust, sehr verwindungssteif. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie kaputt gehen würden, wenn sie jetzt in meinem Rucksack liegen oder ja, mit den anderen Sachen gemeinsam verstaut werden. Es wird übrigens dazu auch eine kleine Neoprentasche geliefert. Das heißt, du kannst alles, was du brauchst, dort reinstecken. Ist auch sehr kompakt, sehr klein, also das passt wirklich in jede Tasche. Dann hast du, wie ich es vorhin gesagt habe, ein Mikrofon verbaut. Das kannst du also only benutzen. Du kannst ein anderes Mikrofon aber auch anschließen. Neben der USB-C-Ladestelle hier gibt es sonst nichts mehr an diesem Sender und dementsprechend hast du wenige Möglichkeiten, Sachen zu verstellen. Das ist sehr convenient, weil du kannst einschalten, pairen und loslegen. Das finde ich sehr gut, denn am Set willst du meistens on location nicht noch zig Sachen einstellen müssen, wenn es gleich losgehen soll, sondern einschalten, los geht's. Sehr, sehr cool. Du kannst diese Mikrofone natürlich nicht nur an der Kamera hier benutzen, sondern auch an deinem Smartphone, an deinem Tablet, an deinem Laptop, an deinem Desktop-Rechner. Das funktioniert dort auch sehr gut. Einen Vorteil hast du am Rechner und am Laptop. Dort kannst du den Eingangspegel nochmal regeln, wenn es dir zu laut ist. Das geht auf dem Smartphone und am Tablet meistens nicht, weil du in den Standard-Apps
der Kamera meistens keine Pegelkontrolle hast. Es sei denn, du hast eine Kamera-App, die das anbietet. In der Regel ist es aber nicht der Fall und dann musst du meistens mit dem Ton leben, der ausgespuckt wird. Ich habe das Gefühl, der ist dann einen Ticken zu laut. Aber das war jetzt so meine Wahrnehmung auf dem iPhone. Das kann jetzt auch bei anderen Geräten ein bisschen anders sein. Probier das aus in Zweifel, ob du das irgendwo einstellen kannst. Aber an den größeren Geräten geht es schon und dann ist es halt recht cool, dass du dort auch noch das Mikrofon einsetzen kannst. Ich habe gerade eben gesagt, am Smartphone kannst du es auch benutzen und das ist schon ziemlich geil für alle Influencer oder Blogger unter euch oder Leute, die einfach gerne mal was sagen möchten, wenn sie ein Video mit ihrem Smartphone aufnehmen. Das ist richtig cool, aber jetzt kommt's, du wirst es mit diesem mitgelieferten Kabel nicht verwenden können, du brauchst dann einen TRRS-Stecker, den musst du extra kaufen, den musst du quasi dann über einen Adapter anschließen. An dein Smartphone anschließen und dann kannst du auch dieses Mikrofonset daran benutzen. Mit dem Standardlieferumfang geht das nicht. Und bevor wir den Entfernungstest machen, noch gleich etwas zu den Anschlussmöglichkeiten. Du kannst hier unten diese Klemme zum einen für deine Hosentasche benutzen oder für irgendeine Seitentasche, wo du es ranklemmst. Du kannst aber auch, wie bei dem Empfänger, das Ganze für den Blitzschuh-Mount auf der Kamera benutzen. Das heißt, da schiebst du es drauf und dann hält der Sender oder der Empfänger. Du kannst es aber auch irgendwo ranklipsen, hält genauso gut. Ich finde, der ist echt straff, ein Ticken straffer als beim Vorgänger sogar. Finde ich gut, finde ich wirklich sehr gut, weil wenn du es öfter benutzt, wird die Feder irgendwann ein bisschen nachgeben wahrscheinlich. Und wenn es von vornherein straffer geht, hält es wahrscheinlich auch länger. So, und jetzt machen wir mal den Entfernungstest. Ich bin jetzt ungefähr 1,50 Meter vielleicht weg von der Kamera und würde mich jetzt immer weiter nach hinten begeben und hoffe, ihr könnt mich noch hören bei 200 Metern, beziehungsweise werde ich zwischendrin nochmal neben das Gebüsch gehen, hinter dem Baum verstecken und da werden wir mal schauen, wie weit der Sound reicht. Ich gehe jetzt mal einige Schritte zurück. Das sind jetzt ungefähr, ja, 8 Meter würde ich sagen. Komm, ungefähr so. Jetzt sind wir bei 10 Metern ungefähr. Das ist der Sound bei 10 Metern. Ich gehe mal hier weiter vor. Ich drehe mich bewusst mal um. Den Sender habe ich hier in der hintersten Tasche in der Hose. Das heißt, er zeigt noch zur Kamera und müsste Blickkontakt haben. Jetzt bin ich ungefähr, ja, 20 Meter weg. Circa 20 Meter. Ich bin immer noch sichtbar. Das heißt, Blickkontakt besteht noch und der Sound müsste noch ohne Probleme laufen. So, jetzt bin ich hier ungefähr bei, ich schätze bei 35 Metern, 35 ungefähr müssten das sein. Und der Sound müsste auch noch stehen, denn ich habe immer noch Blickkontakt. So, ihr könnt gleich mal überprüfen, während ich mich hier umdrehe und weiterlaufe, ob der Sound noch steht. Ich kann die Kamera noch sehen und das müsste noch passen von der Verbindung. Also der Sound müsste noch stehen. Jetzt bin ich verliert. Ich bin jetzt mal im Gebüsch. Dass du also auf jeden Fall, wenn du ein bisschen weiter bist, unbedingt Blickkontakt kommt wieder raus und gestellt werden kann. Und gehe noch weiter und befinde mich jetzt auf locker 100 Meter müssten das sein. Das ist jetzt Kontakt mit der Kamera, das heißt, der Sound müsste auch noch stehen. Dürfte keine Probleme geben. Ich hier denn ich würde bei Videoaufnahmen wahrscheinlich, ja, ich würde mich wahrscheinlich nicht weiter weg entfernen als so hier. Es kommt darauf an, was du für eine Brennweite benutzt. Also wenn du jetzt ein Teleobjektiv benutzt für eine Videoaufnahme und gehst noch einen Ticken weiter weg, ja, dann ist das kein Problem. Also null Problemo für dieses Soundsystem, für dieses Mikrofonsystem. Das sollte kein Problem sein. Ich glaube, das funktioniert ohne Probleme. Das sollte, ja, keine Schwierigkeiten darstellen. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen den Eindruck vermitteln, was das alles kann. Klar, es ist ja speziell, nicht jeder braucht eine Funkverbindung, eine Funkstrecke, aber für knapp um die 100 Euro mehr als der Vorgänger bekommst du zwei Sender, hast eine noch etwas bessere Verarbeitung, hast auch eine stabilere Verbindung. Ja, also ich sag mal, da muss auch nicht mehr gesagt werden. Es ist schon echt gut, was Rode da anbietet für den Preis für knapp unter 300 Euro. Zwei Sender, einen Empfänger, sehr einfach auch in der Handhabung, auch sehr stabil. Was den Sound angeht, unmittelbar hier in dem Bereich. Also, was willst du mehr? Ich glaube, da gibt es nur noch teurere Lösungen, die nicht so viel mehr können am Ende. Es kommt immer darauf an, was du machen möchtest. Aber ich glaube, roundabout, alles in allem, ist das wirklich eine echt gute Kombo.
Und wenn der Sound dann noch stabil bleibt, auch bei ein paar Hindernissen, wie wir gerade eben hatten, dann ist das wirklich eine geile Sache. Kann ich jedem empfehlen, mal auszuprobieren. Vielleicht habt ihr einen Kumpel, der das System vielleicht hat, wo ihr es mal testen könnt. Ich finde die Variante über das Smartphone noch sehr spannend, weil du darüber auch noch mal andere Sachen machen kannst. Demzufolge fällt also mein Urteil recht positiv aus. Ich muss sagen, ich finde das System sehr, sehr gut. Und ich kann es, wie ich vorhin sagte, jedem empfehlen, einfach mal auszuprobieren, wenn du es brauchst. Ich denke, dass die Zielgruppe vor allen Dingen die ambitionierten Filmer und die Menschen sind, die auch mobil mit ihren Geräten unabhängig mit dem Ton arbeiten wollen. Wir alle kennen die Situation, dass du unterwegs bist, vielleicht mal etwas aufnehmen möchtest mit dem Handy und dann geht die Person 2-3 Schritte nur weg, wenn sie erzählt und schon ist der Sound nicht mehr so, wie du ihn haben möchtest. Und da kann ich nur empfehlen, das Rode vielleicht mal auszuprobieren und dann wirst du auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung haben. Und das kann auch ohne Lavalier-Mikrofon natürlich verwendet werden, denn es wird hier auch noch für jede der Sendeeinheiten und für den Empfänger sogar eine tote Katze mitgeliefert. 3 Stück an der Zahl, die kannst du hier drauf drehen, die halten auch besser als beim Vorgänger und die sorgen dafür, dass beim Wind keine Störgeräusche in das Mikrofon kommen. Auch das geht natürlich. Also du siehst, du musst gar nicht so viel dazu kaufen, dass du es verwenden kannst und demzufolge, ja, finde ich, ist das eine rundum gelungene Sache. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen zeigen, was das System kann. Ich hoffe, ich konnte euch praxisnah auch ein bisschen rüberbringen, wo die Grenzen liegen, wo die Möglichkeiten liegen. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt sie mir gerne unter dieses Video. Abonniert meinen Kanal unbedingt, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.